Hallo, willkommen bei Tinas Food Choices. Heute möchte ich uns griechische Weihnachtsplätzchen backen. Und zwar sind die normalerweise mit Mehl und Zucker gebacken, aber ich werde sie umwandeln. Und zwar werde ich Mandelmehl verwenden und Erythrit. Und ich hoffe, es wird mir gelingen, weil es ist auch das erste Mal für mich. Dann lasst uns anfangen. Für den Sirup benötigen wir ein Glas Wasser, ein Glas Zucker oder Zuckerersatz, so wie ich nehme, Erythrit, Seil und Zimt oder eine Zimtstange, eine Bio-Orange, eine Bio-Zitrone, zwei Sternanis und 4-5 Nelken. Als erstes halbiere ich die Orange und die Zitrone. Man könnte die Schale auch schälen wie bei einem Apfel, aber ich brauche die Zitronenschalen und Orangenschalen als Zitronat und Orangenschatz, deswegen mache ich das auf diese Weise. So haben wir auch ein zuckerfreies Zitronat und Orangenschat und das können wir für Lebkuchen verwenden oder auch für Ostern, in Osterbrote, für alle möglichen Sachen, wo man Orangenschat und Zitronat braucht, kann man es verwenden. So muss es dann aussehen. Das gleiche machen wir mit der Orange. Die Orangensaft auf. So. Dann kommt ein Glas Wasser. Ein Glas Erythrit. Und dann lassen wir es aufkochen für mindestens 20 Minuten, bis der Sirup dickflüssig ist. Das habe ich noch vergessen, Sternanis, Nelken und Zimt. Dann haben wir es. Jetzt tun wir alles noch mal 20 Minuten aufkochen lassen, bis es ein schön dickflüssiger Sirup wird. Wir benötigen ein Glas Orangensaft, ein Glas Olivenöl, ein Schuss Cognac, 3 Tassen Mandelmehl, Lebkuchengewürz, 1 Teelöffel, 1 Teelöffel Zimt, 1,5 Teelöffel Backpulver, den Abrieb von der Orange und von der Zitrone. Es kommt alles in die Schüssel rein. Bis so ein klebriger, schöner Teig entsteht. Bis der Teig dann diese Konsistenz hat. Der ist ein bisschen noch weich, ich muss noch meine Hände sauber machen. Aber man kann jetzt schon, wie ihr seht, schöne kleine Bällchen formen. Der ist noch feucht, so muss es sein. Hier habe ich kleine Schiffchen geformt, in der Mitte eine kleine Mulde, damit sie durchbacken und hier habe ich kleine runde Bällchen gemacht. Unsere Plätzchen sind fertig. Und jetzt kommen sie in den Sirup gleich. Jetzt schütte ich den Sirup hier rein. Alle Plätzchen mit dem Kopf nach unten in den Sirup rein. Alle in den Sirup eintauchen, nach ein paar Minuten wieder rausnehmen. Man kann es auch länger drin lassen, aber ich mag sie nicht zu süß. Und jetzt kommen noch Walnüsse und Zimt drauf und dann sind sie schon fertig. Die sehen ja ganz super aus. Total saftig innen und die riechen total nach Zimt und allen Gewürzen.